So, also willkommen. Ich finde es lustig, dass wir jetzt hier so ein bisschen so einen interaktiven Vortrag machen. Ich möchte heute was zeigen zu Firewall-Bilder, was ein nettes Tool ist, um nicht nur für Linux Firewall-Konfigurationen zu machen. Sehr schön ist, dass es in den letzten Versionen auch OpenWRT unterstützt. Das heißt, man kann irgendeinen Router nehmen, mit dem freien OpenWRT Linux Distribution flashen und als Firewall verwenden. Ist sehr praktisch. Und man kann in einer Konfiguration, das werden wir zwar heute nicht machen, aber das ist ein nettes Feature, mehr als eine Firewall verwalten. Was insbesondere bedeutet, dass man alle Objekte, die man sonst noch braucht in der Firewall, nämlich zum Beispiel Adressen, Listen von Adressen, Hostnamen und so weiter, wiederverwenden kann in mehreren Firewall-Konfigurationen. Das macht dann Sinn, wenn man zum Beispiel für einen Firmen-Setup mit mehreren Internet-Gateways Firewalls definiert. Wenn man dann die ganzen Firewall-Objekte, die in den verschiedenen Firewalls immer wieder vorkommen, konsistent nur einmal definieren muss. Deswegen mag ich dieses Tool eigentlich recht gerne. Ich habe früher Firewalls hauptsächlich direkt mit IP-Tables gemacht unter Linux, wie sicher einige, die ich so hier sehe, auch schon getan haben, aber in letzter Zeit mehr mit Firewall-Bilder. Ich habe auch für zwei Kunden mittlerweile ein Setup, wo ich Traffic Shaping mit Firewall-Bilder integriert habe. Und zwar hat Linux relativ mächtige Möglichkeiten für Traffic Shaping und man kann dann im Firewall-Bilder die entsprechenden Pakete markieren, wie sie geshaped werden sollen, also in welche Traffic-Klasse die sollen. Und dann kann man im Prinzip mit GUI-Unterstützung auch Traffic-Shaping machen. Werde ich wahrscheinlich heute auch nicht näher darauf eingehen, sondern einfach mal die Basics, was man so beachten sollte und was das Tool kann. Ich glaube, du hast es deinstalliert, das heißt, wir werden mal mit apt, ich mache das mit apt-get. Ja, ja, ja. Packet heißt normalerweise ja, fwbilder. Und bei apt-get darf man, wenn er jn fragt, nicht mit j antworten, sonst interpretiert er das als nein, sondern man müsste mit y antworten oder einfach enter drücken. Was ist ein Bug? Ich sehe da noch ein Firewall D. Firewall D? Ja. Das gehört zum fwbilder dazu. Nee. Okay. Nehmen wir das Directory. So. Man bekommt dann als erstes das GUI. Ich hoffe, man kann es lesen. User ist die Konfiguration, die man selber eingibt, also für die konkreten Firewall und so weiter. Man hat hier oben, kann man das umschalten und in die Standard-Library, da hat man schon einige Dinge vordefiniert, die man wiederverwenden kann, insbesondere die sogenannten Services. Das heißt, man kann unter TCP schon bestimmte Protokolle auswählen, hat man eine ganze Liste, also von FTP, HTTPS und so weiter, auch ein paar andere Dinge. Interessanterweise nicht, wer IP-Telefonie macht, SIP, TCP hat er nicht vordefiniert, aus welchem Grund auch immer. Die muss man dann unter User selber definieren. Aber wir werden ziemlich sicher einige von denen hier verwenden. Ich fange dann üblicherweise an, unter User erstmal eine Firewall. Da kann man mit der rechten Maustaste New Firewall sagen. Und dann nennen wir die heute einfach mal Firewall. Dann kann man hier auswählen, was das ist. Ich habe schon gesagt, fwbilder unterstützt nicht nur Linux, sondern man hat hier die Möglichkeit, auf diverse Cisco-Devices Firewalls als Target zu installieren. Das Schöne ist, man kann das auch später umschalten. Das heißt, man kann damit eine Konfiguration, die für ein bestimmtes Target gemacht ist, später
auf irgendein anderes Device laden und dann macht es dort hoffentlich das Gleiche. Ich verwende üblicherweise IP-Tables als Target und dann haben wir hier verschiedene Möglichkeiten, nämlich ein Standard Linux oder wie schon vorhin erwähnt, OpenWRT und diverse andere Appliances, sage ich jetzt mal. DDWRT ist ähnlich wie OpenWRT auch für ganz kleine Router eine Linux-Distribution, die aus OpenWRT entstanden ist ursprünglich mal und inzwischen eigenständig ist. Ich entscheide mich jetzt hier mal für Linux und wir werden später sehen, dass man da dann noch genauer sagen kann, welche Versionen man hat, weil es da leichte Unterschiede gibt. Man sieht, Linux 2.4 ist uralt. Wir haben inzwischen einen 3er-Kernel, was im Prinzip dem 2.6er-Kernel entspricht heute. Also von dem, was die Firewall ist. Dann geben wir der Firewall eine IP-Adresse. Gleich die nächste Frage, haben wir hier eine? Dann könnte man nachher mal probieren, ob die auch das tut. Ist der online? Weiß das ja, wer? Ja, also er ist ja, nur WLAN online. Na, das ist doch mal ganz gut. Das macht nichts. Wir können ja im Netz jetzt mal das prüfen. Das heißt, wir haben hier WLAN, aber leider ohne IP-Adresse. Naja, er hat aber einen Zugang. Ja, du hast ja installiert gerade von da. Also. Irgendwo her hast du hast ja, wenn du Aptitude aufrufst oder abgeht, ist ja gegangen. Was natürlich wahr ist. Aber ich würde das trotzdem so interpretieren, dass wir zurzeit halt gerade keine IP-Adresse haben. Das ist aber jetzt sonderbar. Du hast gerade den FB-Builder installiert. Ja. Der kommt nicht vom Rechner. Ja, aber jetzt habe ich keine IP mehr. So. Gut, probieren wir später. Wir wollen es dabei. Ja, genau. Besonders die internen. Gut. Ja. Ich verwende hier typischerweise nicht die Standard-Setup, sondern sage Configure Interfaces manually und auch kein SNMP, weil man, ja. Aber man kann dann per DNS auch Sachen auflösen. Ich plädiere allerdings dafür, immer IP-Adressen einzutragen und nicht während dem Installieren der Firewall dann DNS-Abfragen zu machen. Ist zwar redundant, das heißt, man hat zwei Dinge zu maintainen, aber man soll eigentlich die Firewall so machen, dass sie auch funktioniert, wenn es DNS nicht geht. Sonst hat man nämlich ein Henne-Ei-Problem potenziell, dass man, wenn man mit dem DNS nach draußen will und die Firewall noch bestimmte Dinge nicht auflösen kann, mit dem DNS nicht nach draußen kommt und dann die Firewall leider nicht installieren kann und ähnliches. Also, gibt es einen Workaround, weil also wenn du hinter einem dynamischen... Ja, also die Frage ist, wie viele Sachen von außerhalb willst du überhaupt explizit in den Regeln drin haben? Ich mache üblich... Genau. Also wenn du jetzt nur für einen Laptop eine Firewall machst, dann erlaube ich mir als einziger Laptop-User üblicherweise alles nach draußen. Also alle Outgoing-Dinge werden erlaubt und Incoming wird im Prinzip alles gefiltert, es sei denn, du willst bestimmte Services nach außen sichtbar haben. Das können wir uns dann anschauen. Ein Service, der Sinn macht, nach außen sichtbar, ist typischerweise SSH. Möglicherweise nicht auf dem eigenen Laptop und je nachdem, wie paranoid man ist, möchte man das eventuell nicht. Ich habe das für unsere Family quasi diverse Laptops und da bin ich froh, wenn ich von draußen per SSH drauf komme. Die haben auch alle eine VPN-Konfiguration mit OpenVPN und verbinden sich nach Hause und auf einen Host, den ich maintaine im Internet. Und damit komme ich auch notfalls übers VPN von innen raus, weil die meisten Dinge, wo man heute mit IPv4 online ist, ist hinter einem NAT und dann kommt man mit SSH natürlich nicht drauf. Von daher
Ja, aber machen wir das so, wir konfigurieren das also manuell. Und jetzt haben wir keine Interfaces und dann können wir eins dazugeben. Und obwohl das jetzt nichts tut, haben wir hier das WLAN 0. Und nennen das auch so. Dem kann man jetzt ein Label verpassen. Da können wir zum Beispiel den Wireless nennen, also oder W, ja, oder vielleicht einfach WLAN, weil es kürzer ist. Und das hat typischerweise keine statische IP-Adresse. Das heißt, die ist dynamisch. Deswegen geben wir jetzt auch keine Adressen an und finishen das Ganze mal. Jetzt haben wir halt nur ein Interface definiert. Wir hätten normalerweise auf einem Laptop ist es oft ausreichend. Oft hat man aber noch zum Beispiel einen WAN-Stick, also um über einen Telefonieprovider ins Internet zu kommen. Das sind meistens dann nochmal andere Interface-Namen, die würde ich dann beide konfigurieren, dass man über beide rauskommt mit dem Standard-Firewall-Setup. Wir machen es jetzt mal nur mit einem Interface. So, da haben wir jetzt Firewall-Settings. Wir haben schon gesagt, wir haben das als Betriebssystem. Man sieht, man kann das später auch noch umstellen. Wir entscheiden uns für eine relativ neue Version von IP-Tables, 1.4.4 or later. Das hat bei den meisten Dingen, die man hier tut, keinen Einfluss. Aber wenn man zum Beispiel Zeiten definiert, wo eine Firewall-Regel aktiv sein soll, dann hat sich die Syntax zwischen den IP-Tables-Versionen leicht geändert. Und das ist ziemlich aktuell. Dann können wir über die Firewall-Konfiguration diverse Dinge ein- und ausschalten. Packet Forwarding macht Sinn. Wenn wir IPv6 wollen, macht Sinn, auch IPv6 Forwarding zu machen. Die Frage ist, will man das überhaupt in dem Fall, wenn man ein Endgerät hat, also zum Beispiel einen typischen Laptop, dann will man sich eigentlich nur gegen von außen kommende Dinge schützen und macht eigentlich kein Forwarding. Ja, das heißt, das können wir jetzt einfach mal ausschalten. Dito für IPv6, wenn wir jetzt eine normale Laptop-Konfiguration haben. Wenn wir jetzt für zu Hause einen OpenWRT-Kistel oder einen alten Laptop, wie du heute vorgeschlagen hast, als Firewall konfiguriert. Alter Laptop ist schwierig, weil er nur ein Interface hat, aber man kann über USB ein zweites Ethernet-Interface machen und dann hat man ein Gerät, was mit relativ wenig finanziellem Aufwand als Firewall taugt und hat halt was, was möglicherweise sowieso rumliegt und was nicht viel Strom verbraucht. Das heißt, ich würde nicht irgendeinen uralten Desktop-PC, irgendeinen alten Pentium oder so nehmen, weil der vermutlich seinen Eigenwert mehrmals im Jahr an Stromkosten verbraucht. Ja. Das heißt, da würde ich dann lieber irgendeinen OpenWRT-Kistel für 30 Euro oder was, also irgendeinen WLAN-Router nehmen, weil man damit dann besser fährt. Dann können wir so Anti-Spoofing-Protections und so weiter. Das macht alles Sinn für eine Firewall einzuschalten. Zum Beispiel Source-Root schalte ich eigentlich immer aus. ICMP-Redirects von außen will man eigentlich auch nicht haben über die Firewall, wobei es Provider gibt, die sowas schicken. Und die anderen Dinge sind eigentlich standardmäßig in Linux ganz gut konfiguriert. Also Ignore All Pings will man normalerweise nicht. Kann man auch in der Firewall eine Regel machen, wenn man das will, dass man Pings ausschaltet. Ich tendiere dazu, Pings einzuschalten, insbesondere weil man sie für IPv6 braucht. Also IPv6 Ping abschalten ist eine ganz schlechte Idee. Gut, dann haben wir mal so ein paar Settings. Dann gibt es noch ein paar TCP-Parameter, die man jetzt umschalten könnte. Zum Beispiel Syn-Cookies macht Sinn unter Umständen einzuschalten.
dann gibt es unter OpenWRT sind einige der Tools nicht am Platz, wo es der Firewall-Builder sucht. Das heißt, da sollte man dann checken, und wenn man Fehlermeldungen kriegt beim Aufruf des Firewall-Skripts, dann weiß man, dass man hier eventuell die Pfade eingeben muss, explizit, die er generiert. Der Connection Tracker braucht man nichts Spezielles konfigurieren, also wichtig vielleicht noch Pfad von irgendwelchen Tools einstellen. Dann haben wir als zweites die Firewall Settings. Da kann man jetzt zum Beispiel den Output-File-Name einstellen, wie das dann heißen soll, wenn wir es installieren. Nämlich hier Script Name on the Firewall. Da kann man dann auch einen Pfadnamen angeben, wo der Firewall-Builder das Ding hin installiert. Ich tue das normalerweise nicht nach etcinit.de, sondern rufe das üblicherweise im ifup auf, unter Debian. Ich bin allerdings jemand, der die Interfaces selber von Hand konfiguriert, mit im etc Network Interfaces. Das heißt, man muss sich hier überlegen, wer startet wann die Firewall. Es gibt unter Debian-basierten Systemen ein etc ifup.de, glaube ich, heißt es, wo ein Interface, wenn es hochkommt, bestimmte Skripts starten kann. Da macht es zum Beispiel Sinn, den Firewall-Builder hin zu installieren oder zumindest das Skript dort zu verlinken und aufzurufen, damit automatisch, wenn das Interface hochkommt, die Firewall gestartet wird. Das lassen wir jetzt mal außen vor und starten das dann von Hand. Ich sage da jetzt mal, das Ding heißt etc Firewall. Und auf dem Target-System wird es dann dorthin installiert. Ich schalte Assume Firewall is part of any aus. Es gibt die Rule, man kann als Destination von Paketen oder als Absender von Paketen ein Interface angeben. Und wenn hier Firewall is part of any, dann ist die Firewall selbst in diesen Any-Regeln enthalten. Und wenn das ausgeschaltet ist, nicht. Wenn man eine normale Firewall macht, macht es Sinn, das auszuschalten, weil man üblicherweise alle Regeln eigentlich nur als Forwarding definiert. Das heißt, das, was rauskommt, geht auf einem internen Interface ins interne Netz. Und ich will nicht, dass die Firewall von außen zum Beispiel von solchen Regeln automatisch erreichbar ist. Das heißt, da will man das ausschalten. Wenn ich jetzt, wie wir hier das machen, eine Konfiguration mache für einen lokalen Laptop, macht es Sinn, Firewall is part of any, weil wir eh nur einen Host haben. Deswegen lassen wir das jetzt mal eingeschaltet. Ich zeige dann aber auch noch, wo man das für bestimmte Regeln explizit ein- und ausschalten kann, was man typischerweise braucht. Das lasse ich üblicherweise eingeschaltet. Man will nämlich, wenn man das Firewall-Skript neu startet, aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel, weil man gerade eine WLAN-Connection zwar schon laufen hat, aber zusätzlich eine WAN-Connection aufmacht oder einen Wired Ethernet ansteckt, dann will man nicht, dass Verbindungen, die es schon gibt, abgeschossen werden. Insbesondere, wenn man im Heimnetzwerk irgendwelche Firewall-Änderungen macht und dann alle Dinge, die Verbindungen haben, zum Beispiel über längere Zeit, VPN-Verbindungen zum Beispiel, dann will man nicht, dass die weg sind. Ja, Establish Related Before First Rule macht Sinn, weil die Firewall ist üblicherweise stateful, das heißt, wir bauen eine Verbindung auf, die macht unter TCP am Anfang ein SYN-Paket und danach werden alle Pakete von dieser Verbindung automatisch von der Firewall zugelassen und deswegen macht Sinn für alle nachfolgenden Pakete, das sind nämlich die für Established Connections. Related ist zum Beispiel, wenn irgendein ICMP kommt, Host not reachable oder so, dann wird der auch akzeptiert. Das heißt, wenn ich irgendeinen Host im Internet versuche zu erreichen und der Port ist nicht geöffnet, dann kriege ich ein ICMP-Paket zurück, was mir das sagt. Und die sind in diesen Related-Dingern drin. Und da gibt es für Linux eine eigene Rule, die heißt Established Related und die erlaubt mir dann für alle schon bestehenden Verbindungen automatisch das. Und die will ich möglichst früh in der Liste der Regeln drin haben, damit nicht viele Regeln abgearbeitet werden und dann
das Paket gematcht wird. Damit ist die Firewall hauptsächlich mit neuen Verbindungen beschäftigt und die bestehenden Verbindungen werden ziemlich schnell abgehandelt im Kernel. Die anderen Dinge lassen wir mal so weit weg. Interessant ist, dass das Regelchecker hat. Das heißt, wir können prüfen, ob eine Regel im Firewall-Skript eine später kommende Regel shadowed, heißt es, also ob die gleichen Pakete matcht. Das ist schlecht, weil dann die erste Regel matcht und die meisten Regeln sind terminierend. Das heißt, sobald die erste Regel matcht, matchen keine weiteren Regeln. Und dann macht es Sinn, wenn die Firewall mir solche Fehler anzeigt. Ja, ein paar andere können wir gerne auf Fragen eingehen, aber ich glaube, das ist mal wichtig. Was man hier noch tun kann, ist, besonders wenn man remote eine Firewall maintaint, man kann hier sagen, install the rule for SSH access, also für SSH-Zugriff, dass man über SSH immer auf die Firewall draufkommt. Damit kann man auch, wenn man sich versehentlich irgendwelche Regeln definiert, was wahrscheinlich jeder, der eine Firewall remote maintained schon mal gemacht hat, sich nicht selber aussperrt. Das ist also durchaus sinnvoll. Ja, dann haben wir Installer. Da kann man also, das heißt, wir haben hier, heißt das Skript nur Firewall. Und es wird nach etc installiert. Dann kann man hier eingeben, welcher Username das sein soll. Da kann man zum Beispiel dann sagen, wir installieren das als root. Und das macht Sinn, wenn man auf eine Remote Firewall installiert. Dann kann man Parameter für SSH angeben. Ich habe zum Beispiel immer relativ viele SSH-Verbindungen auf diverse Hosts offen und die leiten Ports um. Und wenn man Ports umleitet und dann hier kann man in den SSH-Parametern die Port-Umleitungen, also Port-Weiterleitungen ausschalten, dass er für diesen SSH-Zugriff keine Port-Weiterleitungen macht, weil sonst bekommt er eine Fehlermeldung und sagt, das Install ist fehlgeschlagen. Das heißt, der merkt, dass da irgendwelche Fehlermeldungen vom SSH kommen, kann die aber nicht so weit interpretieren, dass er weiß, die sind eh harmlos. Und sagt uns dann, dass das Install fehlgeschlagen ist. Also hier kann man sich noch ein bisschen spielen. Prolog Epilog ist oft ganz nett, wenn man, bevor die Firewall läuft, noch bestimmte Skriptdinge tun will. Da kann man also einfach Shell-Skript einschreiben und es wird dann Prolog vor der Firewall-Konfiguration, Epilog nach der Firewall-Konfiguration ausgeführt. Man kann damit auch Hacks machen, wie bestimmte Firewall, die Firewall-Konfiguration erzeugt bestimmte Shell-Funktionen und die kann man damit elegant überschreiben, indem man da kreativ geöffnete, geschweifte Klammern offen lässt und solche Dinge. Also auch das wird nicht gecheckt, was ich ein Feature und keinen Bug finde, weil es mir schon öfter ermöglicht hat, bestimmte Shortcomings in IP-Tables und so weiter. Ja, man kann da also wilde Hacks machen. Logging ist eine Default-Konfiguration, da kann man sich hier das global setzen. Ich mache das üblicherweise, also wenn ich zum Beispiel ein anderes Log-Prefix setze, in der jeweiligen Regel, wo ich loggen will. Weil man üblicherweise nicht ein globales Log-Prefix will, sondern halt, das gibt es also auch. Ja, dann, das ist oft nicht gut, verify interfaces before loading firewall policy. Warum? Weil es oft sein kann, dass ich halt bestimmte Interfaces gar nicht habe, weil ich zum Beispiel einen WAN-Stick erst später reinstecke. Dann will ich aber nicht, dass meine Firewall sich nicht laden lässt. Das heißt, für einen Laptop schaut man das aus. Die Interfaces, dass das, der Firewall-Builder die Interfaces konfiguriert, will ich sowieso mal überhaupt nicht. Das will ich nie, ja. Das heißt, das sollte man immer ausschalten. Und für NAT irgendwelche virtuellen Adressen. Also da kann man bestimmte Dinge tun. Man kann zum Beispiel auch Bonding-Interfaces automatisch erzeugen lassen, aber
dann haben wir IPv6. Ich mache IPv4 vor IPv6, das ist aber Geschmackssache und nachdem das Firewall-Skript üblicherweise relativ zügig durchläuft, kein Problem. Gut, das war mal Basic Setup. Das macht man üblicherweise für jede neue Firewall einmal. Wie wir schon gesehen haben, kann man hier mehrere Firewalls definieren. Und wenn wir jetzt dieses Fenster hier zumachen, haben wir auch wieder mehr Platz und sehen mehr. Das heißt, wenn man auf die Firewall zweimal draufklickt, kriegt man dieses Fenster, um auch später noch solche Settings zu editieren. Und hier hat man dann die verschiedenen Regeln. Also die wichtigsten sind Policy-Regeln. Das ist also das, was mir wirklich sagt, In der Firewall haben wir jetzt verschiedene Abschnitte sozusagen. Und zwar Policy-Regeln sind die, wo ich bestimmen kann, wer darf zugreifen, wohin. NAT-Regeln sind, wenn ich NAT brauche, also Network Address Translation, wenn ich außen wenige IP-Adressen zum Internet habe, die ich nach innen auf einen internen Range mappen muss, kann ich das hier über die NAT-Regeln machen. Hier kann ich Routing-Regeln definieren. Ich habe es bisher selten gebraucht. Für Fälle, wo ich zum Beispiel zwei Internetprovider außen hatte, ist das Ding leider nicht mächtig genug. Da muss man es sowieso von Hand machen, was man dann eben über so ein Prolog-Epilog-Skript machen kann. Und sonst braucht man eigentlich keine Routing-Regeln. Das macht dann Sinn, wenn man den Firewall-Builder sagt, er soll das Netzwerk konfigurieren, also das Netzwerk-Interface konfigurieren, was ich für keine gute Idee halte. Deswegen habe ich das vorhin abgedreht. Das heißt, Routing-Regeln bleiben üblicherweise leer. Policy-Regeln fangen wir jetzt mal an. Das kann man wieder zweimal anklicken. Ich verwende hier den Filter- und Mängel-Table, weil man in diesen Policy-Regeln eben auch bestimmte Sachen machen kann, wie zum Beispiel einem Paket ein Mashal geben, was dann eben für das vorhin erwähnte Traffic-Shaping Sinn macht. Dann erzeugt er in der Mängel-Table und in der, also im Linux-Kernel gibt es eben verschiedene Tabellen. Und dann kann ich hier einfach rein und eine neue Regel definieren. Und dann schauen wir uns mal an, was kann so eine Regel. Die hat mal eine Nummer hier vorne und ich kann dann im generierten Firewall-Skript überschauen, welche Regeln von welcher Nummer erzeugt, also von welche Dinge im Firewall-Skript von welcher Regel erzeugt worden sind. Die fangen beides mal neu zum Nummerieren an. Das heißt, wenn ich in die NAT-Tabelle reingehe, dann fängt hier, wenn ich eine neue Regel angebe, die wieder zum Zählen an. Dann haben wir eine gehen wir in die Policy. Dann haben wir eine Source, das ist, wo das Paket herkommt. Das ist typischerweise eine IP-Adresse, kann aber zum Beispiel auch ein Interface sein. Also ich kann jetzt hier unter Objects Dinge definieren. Das war das, was ich vorhin erwähnt habe. Ich kann hier auch DNS-Namen eingeben. Die werden dann einmalig beim Aufruf des Firewall-Skripts aufgelöst. Und wenn sie sich ändern, bleiben die alten drin und man muss das Firewall-Skript neu starten. Ich plädiere dafür generell, lieber unter Addresses die zu definieren und dann hier zu verwenden und hier numerische IPs zu verwenden direkt, aus den vorher genannten Gründen. Was ein sehr nettes Feature ist, sind Address Tables. Address Tables sind Dateien auf der Firewall, wo IP-Adressen drinstehen. Und die müssen nicht zur Laufzeit des Firewall, der Firewall-Definition bekannt sein, sondern erst zum Zeitpunkt, wo das Firewall-Skript gestartet wird. Ich tue da zum Beispiel typischerweise auf den Servern, die ich betreibe, Adressen rein, die ich blocken will, weil die sich blöd benommen haben. Ja? Ich habe da zum Beispiel eine eigene Tabelle, wo ich ganze Netzwerke rein tue, die über Voice-over-IP versuchen, meinen Server zu hacken und gratis zu telefonieren. Das geht zwar eh nicht, man kann über meinen Server nur mich selber im Büro erreichen, aber das ist mühsam genug, wenn da irgendjemand dran rumhackt und diverse Nummern ausprobiert.
zum Beispiel tue ich sämtliche palästinensischen Internetprovider blocken, weil es da ganz viele Leute gibt, die ständig irgendwelche IP-Adressen ausprobieren. Was man sich auch vorstellen kann in den Situationen, in denen die dort sind, aber nicht auf meinem Server. Nettes Feature. Sonst typischerweise also hier unter Adresse. Du kannst doch nicht helfen. Ich kann auch nicht helfen. Nee. Gruppen kann man da definieren, Gruppen von Adressen, was Sinn macht, wenn man mehrere Adressen in einer Regel dasselbe Ding tun will, kann man die einfach in so eine Gruppe tun und dann in einer Regel einmal verwenden. So, wie läuft das jetzt? Wir definieren eine Source-Internetadresse, eine Destination, manchmal typischerweise nur eins von beiden. Ein Service ist das, was wir üblicherweise also unter Portnummer kennen. Das heißt, wir können hier, da haben wir noch keine drin, das heißt, wir können jetzt hier umschalten auf die Standard Library und dann kann man sagen, wir wollen jetzt hier, was weiß ich, HTTP zulassen. Das wäre jetzt so ein Beispiel. Machen wir das mal. Das heißt, wir wollen jetzt für einen bestimmten Host, den definieren wir uns mal, der in unserem Intranet ist, einen Dings zulassen. Da definieren wir uns jetzt mal eine Adresse. Das wäre schön, wenn wir jetzt kurz schauen, was wir hier für eine Adresse haben. Aber ich fürchte, das hat nicht funktioniert. Kann man da das neu? Rechts unten hast du das WLAN. Schau mal. Achso, kann es sein, dass er die. Und jetzt verbinden wir mal. Was sagt er jetzt? Ist der TV? Aber warum? Du hast die Firewall eingeschaltet. Nein. Der war noch nicht. Hast du mit DHCP eingestellt, dass er die Adresse holt? Bitte? Hast du eingestellt, dass er sie mit DHCP holt? Ich habe gar nichts umgestellt und er hat gearbeitet ohne irgendwie. Ich habe nur das Passwort erkennen. Das passt ja eigentlich. Haben wir nicht sehr Kabel da herüber? Können wir sie da eins anfangen? Kann ich eins holen, ja. Nur. Da geht WLAN. Also ich weiß nicht, aber es ist vorher gegangen. Wir haben in EFI Bilder installiert. Ja, da ist V eingegeben. Ich glaube, Sie können mitlesen. Gut. Also wir haben jetzt hier eine Adresse 192.168.2. irgendwas und definieren uns jetzt dieses Netz. Ich nehme an, dass das eine Netzmaske, ja, 255.255, also /24 ist die Netzmaske. Dann schauen wir uns im Firewall-Bilder an und definieren uns mal dieses Netzwerk. Also ein neues Netzwerk mit, hoffentlich funktioniert das, cool. Und man kann hier direkt /24, dann trägt er das unten braverweise richtig ein. Eigentlich müsste da jetzt eine 0 machen. Machen wir jetzt mal händisch. Das heißt, das ist unser Netzwerk und das nennen wir intern. Und das können wir jetzt hier verwenden und sagen, okay, wir erlauben jetzt Dinge, die von intern kommen und auf unseren Server gehen. Das machen wir so, indem wir einfach das Netzwerkinterface nehmen und daher tun. Und wir wollen HTTP erlauben. Ich weiß gar nicht, ob wir einen Server laufen haben, aber das können wir dann schauen. Da können wir jetzt wieder das Interface hingeben. Also alles, was über dieses Interface mit der Adresse von diesem Interface, wenn das jetzt mehrere Adressen hätte, dieses Interface, was ja möglich ist, haben wir die hier alle automatisch definiert. Wir wollen, dass es incoming ist und wir wollen es erlauben.
Loggen will man normalerweise Incoming-Verbindungen nicht. Das heißt, wir schalten hier mal das Logging aus. Und jetzt kann man hier Optionen für diese Regel setzen. Und das ist dieses Firewall is part of any for this rule. You lost me. You lost? Wie kann, ich verstehe es einfach nicht, intern incoming sein? Intern ist das ist ein interne Netzwerk, 192.168.2/24. Ich erlaube, ja genau, ich erlaube, wenn ich jetzt in meinem Laptop in meinem internen Netzwerk bin, erlaube ich, dass jemand anders per HTTP auf diesen Laptop zugreift, aber nicht von außen. Okay, danke. Ja? Also hier intern kann dann jemand auf diesen Rechner zugreifen, aber nicht vom Internet her, ja? Weil wir hier in einem internen Netz sind. Und da zeigt er mir auch, was das intern bedeutet. Das ist also jetzt 192, ich kann da leider nicht mit der Maus drauf gehen, während er das anzeigt, 192.168.2.255 ist Netmask 24, also das untere. Destination ist unser WLAN. Und was wir jetzt wollen, ist, dass dieser Rechner erreichbar ist, also eigentlich die Firewall. Und deswegen machen wir jetzt als Option, dass Assume Firewall is part of any, setzen wir jetzt explizit auf on. Sonst gilt das für dieses, für diesen Rechner genau nicht und das ist nicht das, was wir wollen. Das ist jetzt das Beispiel für eine Regel, die wirklich für die Firewall selber gilt. Zum Beispiel, wenn man SSH-Access auf die Firewall für bestimmte Rechner aus dem Intranet erlauben will, dann würde man das hier machen. Vielleicht machen wir das. HTTP ist vielleicht kein so nettes Beispiel. Vielleicht machen wir das jetzt wirklich für SSH. Das heißt, wir erlauben jetzt aus dem Intranet SSH-Zugriff auf diese Firewall. SSH ist vordefiniert, wenn ich es finde. Und das tun wir da jetzt Service rein. Könnte ich da jetzt mehrere Services reinziehen? Ja, du kannst jetzt also da auch irgendwas. Ja, Shell ist jetzt vielleicht nicht so die. Ja, du könntest jetzt, was weiß ich, IMAP oder so machen. Ich bin ein Fan davon, die Regeln zu gruppieren und nicht beliebige Dinge. Also ich tue das jetzt mal da rein, um zu zeigen, dass das geht. Ja. Natürlich erzeugt es dann in der Regel entweder eine Multiport-Regel, wenn die Firewall das kann, oder halt zwei Regeln. Ja. Also das, was hier eine Regel ist, ist nicht notwendigerweise dann in dem generierten Code auch eine Regel. Aber die tue ich jetzt wieder raus. Ich kann auch hier als Destination mehrere angeben, wenn ich zum Beispiel, wenn das wirklich eine Firewall ist, die auf der einen Seite am Internet hängt und auf der anderen Seite am Intranet, dann möchte man eventuell, dass jemand eine bestimmte Gruppe von Hosts auf bestimmte Dinge im Internet zugreifen darf und andere nicht. Und dann kann man eine Regel machen, wo man mehrere Sourcen oder mehrere Destinationen hat. Also dass auch das geht. Dann steht die Frage, ob man auch so Gruppen Services machen kann, also quasi ein Meta-Service. Ja, du kannst Services gruppieren, glaube ich. Groups, das heißt unter Services kannst du eine Group machen und dann kannst du da bestimmte Dinge, da sind auch schon Sachen vordefiniert jetzt in dieser Standardkonfiguration. PC Anywhere ist irgendwas, was man jetzt vielleicht nicht unbedingt über die Firewall haben will. DHCP sind, wie jeder weiß, mehrere Ports, die man da erlauben kann. Was auch nett ist, man kann da neue Services definieren, zum Beispiel nicht unter Standard, sondern unter User. Was man immer mal wieder braucht, ist, dass wenn irgendetwas von einem bestimmten Port kommt, auch das geht, weil es ist nicht nur möglich zu sagen, der Destinationsport interessiert mich, sondern ich kann auch den Absenderport erlauben, wenn ich zum Beispiel für bestimmte Fälle, für Traffic Shaping macht das zum Beispiel Sinn, ja? Dass ich weiß, alles was einen bestimmten Absenderport hat, outgoing, darf bestimmte Dinge tun. DNS, ja, genau. Port 53, also Domain Name Service. Ja. Gut, also das so definiert man mal SSH-Zugriff auf die Firewall selber zum Beispiel.
Was jetzt hier sehr nett ist, man kann diese Firewall regeln, insbesondere wenn man viele hat, kann man sie gruppieren in Gruppen. Und ich kann jetzt hier sagen, die erste Gruppe ist Firewall Access. Die Tastatur ist so furchtbar, ich kann mich rausreden. Und dann haben wir die hier mehrere Regeln unter einer Überschrift sozusagen gruppiert. Und das macht sehr viel Sinn. Ich verwende üblicherweise als erste Gruppe Firewall Access, also Zugriff direkt auf die Firewall. Die haben dann alle hier Firewall is part of any. Also wenn das nicht für einen Laptop die Konfiguration ist, sondern für eine richtige Firewall, hat man als erstes Firewall Access. Dann hat man eine Rule, die nennt zum Beispiel ein bekannter Firewall-Hersteller die Stealth Rule. Die erlaubt nach diesen ganzen Firewall-Access-Regeln, wo ich explizit erlaube, wer darf auf die Firewall mit bestimmten Services zugreifen, gibt es eine Regel, die sämtliche Zugriffe auf die Firewall verbietet. Das ist die Stealth-Regel. Die macht die Firewall für alle, die damit nichts zu schaffen haben, unsichtbar. Die kommt dann meistens in so eine eigene Section, die definieren wir jetzt mal. Und die geben wir aus der Gruppe raus und machen eine neue Gruppe und die nennen wir Stealth. So heißt die üblicherweise in den Firewall-Konfigurationen von einem bekannten Firewall-Hersteller. Und was machen wir dort jetzt? Da sagen wir Any, also alles, was von irgendwoher kommt und auf unsere Firewall geht. Man kann übrigens auch hier das Ding kopieren und dann hier pasten, das hätte denselben Effekt, mit beliebigen Services über das Interface oder auch über beliebige Interfaces, Incoming wird verboten. Das wäre so eine typische Stealth-Regel und wenn man das jetzt loggen will, dann kann ich hier jetzt unter den Optionen, erstens mal wichtig ist, Firewall is part of any, diese Stealth-Regel gilt für die Firewall selber. Diese Rule ist stateless, das heißt, alle Pakete, die da reinfallen, werden gematcht. Das muss keinen State haben, keinen Zustand. Und bei Logging kann ich jetzt hier das Log-Prefix explizit angeben, wenn es bleiben täte. Da kann ich jetzt den Log-Level, den man standardmäßig einstellen kann, hier könnte ich den jetzt noch nennen. Damit es wirklich Stealth ist, muss das Deny hier ein Drop sein und kein Reject. Das Deny ist ein Drop, ja. Okay. Es gibt ein Reject auch und das heißt Reject. Ah ja. Richtig, ja. Das ist wichtig. Also Deny ist defaultmäßig wirklich, ignoriere das Paket, wirf es weg, reagiere nicht drauf. Das heißt nämlich Drop und Reject wäre, dass irgendeine ICMP-Message zurückkommt, die sagt, dieser Port ist geschlossen oder so, aber dann wird ein Paket zurückgeschickt. Ja. Als Faustregel sage ich eigentlich Deny für alles, was von außen kommt, also vom Internet, und Reject für alles, was von innen kommt und aus irgendwelchen Policy-Gründen verboten ist. Das heißt, wenn ich will, dass meine User bestimmte Services im Internet nicht benutzen, dann bin ich freundlich und mache dort einen Reject, dann kriegen die sofort eine Fehlermeldung und der Browser sagt, diese sei, also ist nicht erreichbar, so ein typisches Feld im Browser, ist freundlicher, an Deny schmeißt das Paket weg und es dauert relativ lange, bis die Anwendung merkt, das geht nicht. Das braucht ein Timeout und liegt im Bereich von 10, 20 Sekunden, bis da die Anwendung merkt, das geht nicht. Ist also relativ unfreundlich, aber für Pakete aus dem Internet macht es Sinn. Ja? Insbesondere, weil eben wir nicht wollen, dass wir sichtbar sind. Das wäre also jetzt die Stealth-Regel. Das heißt, wir haben Firewall Access als erste Section, wo wir definieren, wer darf auf die Firewall zugreifen. Dann haben wir eine Stealth-Regel, die ab da keine Zugriffe mehr auf die Firewall
zulässt. Die Sichtbarkeit, sich mit Ping zulassen, zu schlägt, weil wenn du Ping zulässt, dann bist du sichtbar. Wir haben jetzt Ping nicht zugelassen, bis jetzt. Du hast das ganz am Anfang, hast du das in der globalen. Ja, haben wir nicht ausgeschaltet, dass wir alle Pings erlauben. Ah, okay. Aber du musst trotzdem, um Ping zu erlauben, eine explizite Regel machen, die Ping erlaubt. Weil der Default ist, dass alles nicht erlaubt ist. Ja? Das heißt, in dem Zustand haben wir jetzt nichts erlaubt. Unter anderem sind wir auch nicht pingbar bis jetzt. Und deswegen kommt das im Prinzip als nächste Section. Das heißt, wir machen jetzt eine neue Regel und geben der eine neue Gruppe und die nennen wir Management. So nenne ich die jetzt mal. Und da kann man jetzt so Dinge tun wie Ping erlauben. Machen wir das gleich mal. Und dieses Ping, ich mache jetzt mal eine Firewall-Konfiguration, die vielleicht eher nicht Laptop geeignet ist, weil wir ja jetzt hier alles auf unser WAN, WLAN als direkte Adresse hat, verboten haben. Ja? Und das will man eventuell dann erlauben, also Forward-Dinge erlauben. Gut, da kommt jetzt also mal Ping, haben wir gesagt, rein. Das heißt, wir haben ICMP und ist die Reihenfolge jetzt wichtig? Die Reihenfolge der Regeln ist wichtig, ja. Die werden der Reihe nach. Ist alles denied und jetzt kommt eine Regel, die muss erlaubt. Ja, es ist alles denied, sondern nur alles, was aufs WLAN Interface geht. Alles, was die WLAN-Adresse. Alles, was die WLAN-Adresse als Destinationsadresse hat. Wenn das jetzt ein Firewall wäre, der routet, dann wäre das, was direkt auf den Firewall selber geht, verboten. Und alles, was genattet ist und woanders hingeht, ist erlaubt. Käme dann auf die weiteren Regeln. Das machen wir dann gleich. Wenn ich da jetzt bei dem konkreten System das Ping erlauben, nutzt das nichts mehr nach der Regel. Genau. Vielleicht, ja, also diese Stealth-Regel jetzt mal einfach als Beispiel. Wenn wir jetzt weitermachen, was ich typischerweise habe vor dieser Stealth-Regel noch, sind bestimmte Management-Dinge für IPv6. Das heißt, wir schalten die jetzt einfach mal aus. Ja? Eine Frage. Die ist jetzt ausgeschaltet. Wenn du das jetzt in der Reihenfolge gemacht hast, und wird nur davon gesprochen, dass wir einen Shadow Warning haben. Wenn wir das jetzt übersetzen, würden wir das sehen, ja, dass die Management-Regel unnötig ist. Ja. Okay. Ich habe jetzt mal die Stealth-Regel ausgeschaltet und mache jetzt mal Management-Regel. Brauche ich jetzt dann mein System als Spickzettel. Was ich hier jetzt bei Management typischerweise drinnen habe, ich definiere mir üblicherweise für eine Firewall noch ein zusätzliches Interface. Und zwar ist es das Low-Interface. Das Loopback-Interface. Das hat jetzt eine statische IP-Adresse typischerweise. Und, oder mehrere, die man eben dann verpassen kann. Oder das gar nicht vor. Das hat er in dem. Nö, es ist dann, wenn du ihm sagst, er soll eine Standardschablone erzeugen, ist es drin. Wenn du das nicht machst, dann musst du es von Hand tun. Und dort auf dem Loopback-Interface erlauben wir jetzt mal alles. Any, low. Das heißt, wir brauchen da das Loopback-Interface. Beide Richtungen, except, loggen wollen wir nicht und auch keine speziellen Optionen, aber wir wollen hier wieder, dass die Firewall dazu gehört. Okay, das ist so eine Standardregel, ich mache das jetzt mal größer.
Und dann kommen die lustigen IPv6-Regeln. Es gibt nämlich das Problem, dafür gibt es einen eigenen RFC, der mir sagt, was sollte man jetzt für IPv6 erlauben, was sollte man von extern verbieten. Ich denke, ich wäre das, was ich da verwende für IPv6, komplett auf eine Webseite stellen. Das machen wir uns dann noch aus, wie der Link dann da dazukommt, weil ich das jetzt nicht alles im Detail machen möchte, aber ein paar Beispiele möchte ich zeigen. Das ist nicht interessant. Ah, okay. Und zwar... Vielleicht noch eine, die ich eigentlich auch immer erlaube für gewisse Dinge, ist Traceroot. Traceroot ist ein Tool, mit dem man Routen Hop für Hop abklappern kann und schauen, wo ist der Fehler, wenn irgendwelche Pakete nicht bei der Destination ankommen. Und Traceroot verwendet Hiports für dieses Routing. Und damit das geht, werden die Pakete typischerweise rejected, also im Gegensatz zu deny nicht gedroppt, sondern mit einem ICMP beantwortet. Und das kann man machen, dass zum Beispiel meine Firewall von außen traceroutable ist, wenn man das will. Und dann tue ich einfach Pakete in einem gewissen Range rejecten und nicht droppen. Und das machen wir jetzt mal so, also Ralf, ja. Hat sich da in den letzten Jahren am Traceroute-Algorithmus was geändert? Also wenn ich weiß, schickt das Traceroute UDP-Pakete mit einem langsam steigenden Time-to-Live ja. Flag und die werden eben dann deswegen zurückgeschmissen, weil das Time-to-Live expired ist. Ja. Da brauchst und du eigentlich nicht. Du kannst sie einfach, du kannst es, wenn du die Traceroute-Pakete denyst, kann der Traceroute nicht mal bis zu deiner Firewall. Wenn du die Traceroute-Pakete im Highport-Range einfach mit ICMP rejectest, dann kommt der Traceroute bis zu deiner Firewall. Ja. Nicht drüber raus, aber du kannst zumindest dann von außen schauen, von irgendeiner anderen Adresse bin ich reachable. Und das mache ich typischerweise so, dass ich halt, da muss ich meinen Spickzettel anschauen, das für ein bestimmtes, ich mache das oft nur im VPN, also dass ich innerhalb eines VPNs Traceroute erlaube und das am VPN-Interface dann terminiere, das Traceroute. Aber wir machen das jetzt hier mal, weil eh nicht viel passiert für das WLAN-Interface, mal diesmal mit Copy. Das heißt, Interface ist in dem Fall das WLAN. Typischerweise wird man das auch nicht für jede Destination erlauben. So, und jetzt muss ich schauen, ob ich da spezielle Reject-Optionen habe. Nee. Und zwar kann ich denn die Default-Action für Reject auch in der Firewall-Konfiguration für die Firewall selber definieren. So viel ich weiß, Default Action for Reject. Und der Default ist eben ICMP Port Unreachable, was ich oft gerne explizit einstelle. Ja. Das ist dann das, was bei Reject passiert. Und dann wäre jetzt dieser Host über Traceroute erreichbar und loggen wollen wir das typischerweise nicht. Und dann müssen wir noch den Port Range definieren, also das Service. Und das Service heißt bei mir Traceroute, ist UDP. Wo mag er mich jetzt da nicht?
und das ist ein bestimmter Port-Range, der da Verwendung findet für Traceroute. Den definieren wir uns jetzt hier mal. Da kann man also jetzt auch ein Port Range definieren, das heißt ein UDP-Service und man kann mehr als einen Port hier definieren. Den habe ich jetzt Traceroute genannt. Ich habe hier typischerweise 33434 bis 33500 und was ich vorhin erwähnt habe, man könnte eben auch alternative Services definieren, wo man den Source-Port gerne wissen will. Und dann nehmen wir den, so zeigt er mir das jetzt nicht an. Also irgendwie, aha, wenn es selektiert ist, aha, gut. So, damit wäre diese Regel fertig. Das heißt, alles was an unser WLAN kommt und Traceroute Ports hat, wird einfach mal rejected. Und damit kann man bis zu unserem WLAN-Interface Traceroute. Das wäre jetzt so ein typisches Management. Aber es sei nochmal erwähnt, dass ich das typischerweise nicht Internet-Facing mache, sondern meistens innerhalb von VPN-Verbindungen oder ähnlichem. Wobei man dann eventuell diese Ports überhaupt erlauben will. Gut, dann gehen wir noch ein bisschen auf IPv6 ein. Und dann definieren wir noch so einen typischen Service mit NAT und allem drum und dran, wenn man eine Firewall zum Internet hin hat. Und dann würde ich sagen, mach mal eine Fragerunde oder sowas. Interessant bei Ping für IPv6 ist, dass ich keinen Erfolg hatte, dass die Regel stateful zu machen. Das heißt, wenn ich Ping-Requests erlaube, gehen trotzdem Ping-Replies nicht automatisch raus. Ich weiß nicht, ob das mein Fehler ist. Ich habe es so gemacht, dass ich eben eine eigene Gruppe hier definiere, eine eigene Servicegruppe, die ICMP V6 Services enthält und die enthält sowohl Ping Request als auch Ping Reply. Und die Regel ist dann nicht stateful. Das machen wir jetzt mal. Das heißt, wir definieren jetzt eine neue Regel und definieren jetzt hier mal ICMP, nein, eine eigene Gruppe. Kann man das ein bisschen verschieben hier noch? Ein bisschen. Also man sieht, dass das eigentlich wirklich eine Fullscreen-Anwendung ist und man schon auf einem Laptop in Platzproblem kommt. Ist das Richtige? Ja. Super, ein bisschen größer. So, dann haben wir, sehen, es gibt hier bei IPv6 deutlich mehr bei ICMP und ich habe hier eben das Ping Reply und den Ping Request in diese Gruppe reingetan. Die tut man einfach mit Drag and Drop dort rein droppen. Man kann hier auch direkt neue Dinger erzeugen und ich nenne die ICMP V6 Allow mal. Und in diese Default Allow Gruppe kommen wirklich nur die Ping rein. Irgendwie tut er das immer so seltsam highlighten. Das geht jetzt wirklich von Any nach Any. Das heißt, in IPv6 will man wirklich Pings durch die Bank erlauben. Was Sinn macht, ist noch zu sagen, auf welchem Interface das passiert.
und es geht in beide Richtungen. Und wir haben schon gesagt, wir wollen es erlauben und nicht loggen. Und je nachdem, was man jetzt will mit der Firewall, soll die pingbar sein oder nicht. Wenn wir jetzt eine Firewall haben, die wirklich ein Internet und ein Intranet-Interface hat, dann soll die Firewall auf jeden Fall aus dem Intranet mit Ping erreichbar sein, auch wenn sie dadurch sichtbar ist im Intranet, IPv6, aber nicht von außen vom Internet zum Beispiel. Was man generell droppen sollte, wenn wir bei IPv6 sind, sind die Mobility-Sachen. Wenn man keine mobilen Clients hat, wenn man mobile Clients hat, sollte man sich das genau überlegen, was man da zulässt. Da gibt es bestimmte ICMP-Dinge, die für ICMPv6 Mobility wichtig sind und die muss man dann explizit im Interface erlauben. Ich droppe sie zurzeit, weil ich kein IPv6 Mobility zulasse in meinen Netzen. Ist eine Policy-Entscheidung, also was man will. Was ich generell denie, sind so Multicast-Dinge, IPv6 Multicast. Auch hier wieder, braucht man es nicht. Wenn nicht, dann lieber abdrehen. Dann gibt es Node-Info, ICMPv6 Redirects will man typischerweise nicht von außen vom Internet zulassen, dass jemand Routen umsetzt. Ja. Es sei denn, man hat einen komischen Provider. Es gibt Provider, die schicken sowas, weil sie halt das schicken. Ja. Ich sage jetzt da nicht mehr dazu. Und wir kennen alle die österreichischen Internetprovider und manche davon sind ein bisschen seltsam. Dann gibt es so Sachen wie Router Renumbering und lauter so diverse Dinge, die man, da gibt es ein RFC dazu, den werde ich auch in diesen Begleitdings eingeben, wo man mehr dazu nachlesen sollte, was man in der Firewall droppt und was nicht. Ich habe dann noch ICMP Allow Local als eigene Gruppe. Da sind dann eben die ganzen Dinge drin wie Router Advertisement und Neighborhood Discovery, Dinge, die man für Stateless Auto Configuration unbedingt braucht. Die erlaube ich aber nur intern. Nach außen hat man typischerweise vom Provider meistens eine fixe IP-Adresse. Router Discovery braucht man trotzdem nach außen, aber in den meisten Fällen erlaubt man da mehr nach innen als nach außen. Ja, das sind so die Dinge. Und dann habe ich am Schluss eine Regel, die heißt Any ICMPv6, die droppt dann den ganzen Rest. Das heißt, falls ich irgendwas vergessen habe, droppe ich an der Stelle alles ICMPv6 und logge es. Das ist nämlich sehr gut fürs Debugging, wenn man dann doch irgendwann mal was vergessen hat. Auch diese Mobility-Regeln, wo ich Mobility droppe, ich will wissen, wenn jemand in meinem Netz Mobility, ICMPv6 Mobility machen möchte und das dann die Möglichkeit haben, das dann doch aufzudrehen, wenn der Bedarf entsteht. Das heißt, solche Sachen sollte man tunlichst loggen, um dann halt im Falle eines Falles, wenn was nicht geht, Logmeldungen zu haben, um das zu debuggen. Fürs Logging mache ich typischerweise, wenn wir das uns noch anschauen, kann man fürs Logging hier einstellen ein Limit. Das kann man auch global einstellen und das macht wahrscheinlich also für die Firewall. Da kann man dann in Firewall Settings im Logging das Log Limit und das kann man hier setzen und ich mache hier typischerweise maximal 3 pro Minute. Aber wenn man debuggt, also wenn die Firewall noch nicht in Betrieb ist und man noch Fehler sucht, dann kann man hier zum Beispiel sagen Activate Logging on in all rules, dann kriegt man mal für alles Logs oder man dreht hier das Limit aus. Dann bekommt man wirklich jedes Paket, was abgelegt wird und von irgendeiner Logging-Rule geloggt wird, in die Logs. Ich mache hier typischer 3 pro Minute, das heißt, wenn irgendwas
Grausliches, meine Firewall bombardiert mit irgendwas, kriege ich halt pro Minute 3 rein und ich schreibe mir nicht irgendwelche Gigabytes von Logfiles. Das empfiehlt sich also, diese Dinge auch noch aufzutrennen. Ja, soweit mal. Also da beim Logging erfahren, wie sich das auf die kleinen Firewalls auf den Durchsatz auswirkt, weil da kommt ja ziemlich ein IO zustande. Durch das Limit nicht, das macht der Kernel ziemlich nett. Also ich debugge auch auf OpenWRT mit dem. Es ist nicht so, dass das, also ich habe aber DSL-Speed und no problem. Ja. Aber ich logge nicht jedes Paket. Also ich drehe Logging auf dezidierte Regeln auf und ich sage nicht Logging alles. Das ist, glaube ich, nicht gut. Speziell auf OpenWRT, weil der das, glaube ich, ins... Also ich logge über UDP auf einen Server und dann erzeugst du doppelte Netzlast und möglicherweise macht jedes Logging-Paket dann nochmal einen Logging-Entry. Also vielleicht keine gute Idee, ja? Das sind so immer diese Multiplikatoreffekte, die man auch berücksichtigen sollte. Ja, vielleicht jetzt machen wir noch ein Beispiel. Wenn das jetzt eine Firewall wäre, dann machen wir jetzt noch ein Beispiel, was muss man tun, wenn wir NAT haben und ein Server innen stehen haben, zum Beispiel ein Mail-Server, und wir wollen, dass von außen alles, was auf Port 25 ankommt, auf unseren internen Mail-Server geht. Schön wäre es jetzt hier, wenn wir ein drittes Interface hätten. Das heißt, wir definieren jetzt hier ein zweites Interface, das ist jetzt Ethernet. Nicht New Firewall, ich wollte auf die Firewall klicken. New Interface. Das nennen wir jetzt ETH0. Irgendwie mag am Internet. Ja, du kommst auf den Touch-Bit ja, ich, da. Das ist, und das nennen wir Intranet. Ja. Das ist innen. Das hat jetzt mal eine statische IP. Behaupten wir mal. Und wieder diesen Effekt. Und jetzt definieren wir als erstes mal eine NAT-Regel. Die habe ich eigentlich noch gar nicht gezeigt. Und sagen jetzt, wenn irgendwas auf unsere interne, auf das externe kommt, also aufs WLAN. Das ist die Destination, Entschuldigung. Also irgendwas kommt zum WLAN von außen. Außen ist WLAN, ist jetzt Internet. Und mit dem Service SMTP SMTP ist Mail, Simple Mail Transfer Protokoll. Dann wollen wir, dass das innen auf den Mail-Server geht. Dann definieren wir uns jetzt einfach mal hier als Adressobjekt. Sagen wir, innen haben wir 10 Punkt irgendwas. Das ist unser Mail-Server. Was nett ist, dass man auch hier einen Namen reinschreiben kann und dann Resolve nehmen und dann trägt er hier automatisch die IP-Adresse ein. Das heißt, er macht ad hoc eine DNS-Abfrage. Können wir jetzt nicht zeigen. Und dann, wo haben wir ihn? Vielleicht hat er das jetzt nicht genommen. Ja. Na, IP-Adresse sind da. Da bin ich. Das ist jetzt die Translated Destination, das heißt, alles, was an unsere WLAN-Adresse extern geht, wird intern auf diese 10-Punkt-Irgendwas-Adresse vom Mail-Server übersetzt. Was man auch machen kann, ist zum Beispiel, wenn man SSH von außen auf einem High-Port hat und innen einen Server erreichen will auf Port 22, dann kann man auch die Port-Adresse übersetzen. Das heißt, dann schreibt man hier den High-Port rein, also zum Beispiel 2222 und hier den richtigen Translated Service SSH 22. Interface in.
Translate ist die Action, die wir wollen. Das übersetzt es jetzt. Dann gehen wir wieder auf Policy und tragen jetzt eine neue Regel ein. Machen wir eine. Da haben wir jetzt Any Source auf unseren Mail-Server. Die Destination ist jetzt Mail-Server, die wir in der Policy-Regel sehen. Das heißt, die Firewall arbeitet so, erst passiert NAT, danach hat das Backerl, was reinkommt, die neue Adresse, die beim NAT übersetzt worden ist, und die kann ich jetzt hier in der Policy-Regel matchen. Dann haben wir gesagt, SMTP, Entschuldigung. Das ist unsichtbar. Incoming. Accept. Kommt übers WLAN-Interface rein. Loggen wollen wir es nicht. Firewall ist in dem Fall nicht part of any. Das können wir auch explizit ausschalten. Das heißt, es geht nicht auf die Firewall, sondern wird wirklich vom einen Interface übers andere geforwardet. Das wäre jetzt so ein Beispiel für eine Mail-Server-Konfiguration. Typischerweise, wenn man jetzt in einer Firma ist, hat man auf der Firewall nicht nur zwei Interfaces, sondern mehrere. Das heißt, man hat eine sogenannte DMZ, Demilitarized Zone, wo dann die Server stehen. Weil was man will, ist, dass wenn jetzt der Server ein Sicherheitsproblem hat und jemand von außen auf den Server irgendwie draufkommt, dann will ich nicht, dass der gleich im Intranet ist. Und deswegen tut man den dann in eine sogenannte demilitarisierte Zone, und das wäre so ein Beispiel. Aber wenn man jetzt zu Hause einen Server hat, dann hat man meistens nicht so viele Maschinen, also das wäre jetzt so ein typischer Fall, wenn man zu Hause eine fixe IP-Adresse hat und von außen Mail bekommen möchte. Ein DMZ ist überhaupt abgeschottet. DMZ? Vielleicht der wäre frei, komplett offen, habe ich geglaubt. Nein. DMZ ist heute, früher war es mal so, dass man, daher kommt der Name, dass man zwei Firewalls hatte und das Intranet war ganz innen, dann war die demilitarisierte Zone zwischen diesen beiden Firewalls. Aber die äußere hat schon auch gefiltert. Und so wie halt in der Grenze die demilitarisierte Zone, da ist die Grenze und in die eine Richtung, in die andere Richtung ist die demilitarisierte Zone. Und dann gibt es halt irgendwelche Grenzkontrollen am Eingang von der demilitarisierten Zone. So war das früher. Heute ist es meistens so, dass man nicht nur eine DMZ hat, sondern mehrere, weil man als Firma mit mehreren Kunden kommunizieren muss. Dann hat man mehrere DMZs und das löst man heute nicht mehr mit zwei Firewalls, sondern man hat eine Firewall und mehrere Interfaces für jede DMZ, ein eigenes Interface. Ich habe mir da ein falsches Bild gemacht. Ich glaube, das ist nicht bewacht. Nee. Ist bewacht, ja. DMZ ist ja meistens doch sehr bewacht. Ja, genau. Kann man eigentlich so argumentieren und ist auch sinnvoll, ja. Also in die DMZ kommen zwar typischerweise bestimmte selektierte Pakete rein von außen, meistens eben Mail und vielleicht Webserver und solche Dinge, wobei man meistens einen Webserver nicht im Firmennetz hat, sondern den meistens extern hostet, ist meine Erfahrung, weil einfach da ziemlich viel Volumen typischerweise drüber geht, was man nicht über irgendeine Standleitung oder so abfackeln will. Und das heißt, Webserver meistens nicht, außer für Intranet-Anwendungen, also wenn die Mitarbeiter auf irgendwelche internen, halbinternen Daten zugreifen, dann für solche Zwecke. Ja, also das ist so ein Beispiel, wie eine DMZ-Konfiguration typischerweise ausschaut.
Jo, gibt es Fragen oder Wünsche fürs nächste Mal oder? Ich habe schon prinzipielle Frage, und zwar wie sicher und unsicher sind im Zusammenhang von einer Firewall die Firewalls für die Router, die man vom Provider kriegt. Nicht sehr. Also für die Zwecke, für die du es brauchst, ausreichend sicher. Ja. Schon aus dem Grund, weil die meisten, also das wird schlechter deswegen, weil IPv6 kommt. Das ist zurzeit deswegen relativ sicher, weil die meisten solchen Devices NAT haben. Das heißt, du kommst sowieso von außen nur auf das Device drauf, aber nicht in dein Intranet. Viele von diesen Devices werden aber in ihrer ganzen Lebensdauer nie Security upgraded. Das bedeutet, das Device ist, wenn du es kriegst, wahrscheinlich schon immer sicher, aber zumindest, wenn du es mal 2-3 Jahre in Betrieb hast, gibt es sicher Sicherheitslücken für dieses Device, wo halt irgendwelche Dinge bekannt geworden sind. Dann kommt noch dazu, dass die meisten User vermutlich nie das Default-Passwort von dem Ding ändern. Ja? Das heißt, was es inzwischen gibt, ist Botnets, die auf solchen Internetzugangs-Devices leben. Und was die natürlich Böses tun können, sind Man-in-the-Middle-Attacken. Das heißt, wenn du auf deine Bank surfst, können sie dir zum Beispiel nach innen eine HTTP-Verbindung aufbauen und dann Man-in-the-Middle zu deiner Bank eine HTTPS-Verbindung aufbauen. Und wenn du das nicht merkst, dass du nicht mit HTTPS mit deiner Bank verbunden bist, dann kann der alle deine Banking-Secrets da in der Mitte abzapfen. Und er kann natürlich gezielte Angriffe auf Windows-Rechner in deinem Intranet fahren und denen irgendwelche Dinge unterschieben, weil er ja in der Mitte sitzt und damit irgendwas dem Browser schippen kann. Nützt in diesem Zusammenhang ist etwas, wenn ich den Router öfter ausschalte und neu starte, oder ist das ziemlich egal? Das ist eigentlich ziemlich egal. Also jein, weil es gibt Botnets und so weiter, Infektionen auf dem Router, die nicht persistent sind, die wirklich durchs Ausschalten weg sind. Nur lädt er das dann halt wieder drauf, wenn er merkt, er hat dich in sein Botnet verloren und hat dich nicht mehr drin. Das heißt, wenn das nachher mit demselben Security-Stand wieder hochkommt, wird es neu infiziert. Und es gibt aber auch ganz viele Exploits schon, die ein Ausschalten überleben. Ja. Weil die haben ja einen Flash, die Geräte, und du kannst im Flash halt auch Malware speichern. Ja. Also von daher, kurze Antwort, wenn du einen sicheren Rechner innen verwendest, kann dir eigentlich nichts passieren, aber wenn du halt zwischen dir und dem Internet eine böse Software hast, was man eigentlich immer annehmen sollte, dass es die gibt, ja, deswegen gibt es SSH, deswegen gibt es halt viele solche Security-Programme. Nur wenn die Leute gewohnt sind, jede Warnung vom Browser, dass da irgendwas fishy ist, mit deinem Zertifikat wegzuklicken und das auch beim E-Banking tun, dann haben sie einfach keine Chance. Ja. Also, ja. Gibt es noch da den Punkt Compile und Install? Ja, also du tust typischerweise Install klicken, das macht beides. Das, was du vorher erwähnt hast, diese Warnings, dass ich immer was geschadowt habe. Wir sollten es vielleicht mal überhaupt speichern. Das ist für mich schon mal ganz gut. Wie nennen wir das jetzt mal? Firewall. Bitte rumspeichern. Wir sind Rumsurfer. Ich habe das jetzt als Root gemacht, ja. Ist nicht gut. Ich weiß. Also diese, ich glaube, er hat ein Handisch von der Command Line. Ich starte immer alles händisch von der Command Line, nur dass bei mir sind diese Terminals da unten normalerweise nicht defaultmäßig Root-Terminals. Du hast nicht installieren können. Ja, eh. Das, also, das ja. Zweite ist eh kein Root-Terminal. Das hätte schon passt, aber es war schon offen. Also, mit Install tust du typischerweise sagen, was will ich jetzt
machen wir es Install nicht, dann compile er nur. Typischerweise Gneister habe ich das schon installiert. Wir sehen hier Last Installed Never. Was genau ist Install? Install ist das File, typischerweise per SSH, auf die Zielmaschine zu laden. Dann dort das Firewall-Skript zu starten. Das geht auch zum Installen dazu. Ja, das macht das Install. Und das Compile übersetzt, erzeugt das Shell-Skript, was dann die Firewall macht. Können wir also das generierte File mal anschauen? Ja, können wir gerne machen. Wenn man das Ding aber automatisch nach einem Reboot starten will, da muss man mehr machen. Ne? Das ist, und unser Interface Low hat keine IP-Adresse, sagt er uns jetzt. Entschuldigung, Ralf. Bitte? Du hast gesagt, er startet das Skript auch. Wenn man aber jetzt möchte, dass er das nach dem Booten dann musst du dafür selber Vorkehrungen treffen, dass das passiert. Das ist das, was ich vorher gesagt habe, typischerweise im IFUB oder ähnlichem, dass wenn das Interface hochkommt, das Firewall-Skript gestartet wird, ist eine gute Idee. Man könnte es aber auch so machen, dass man quasi nur SSH-Zugang hat, defaultmäßig, wenn die Maschine gebootet ist. Bitte? Bin ich multitaskingfähig manchmal. Die Maschine auch so einstellen. 0.0.0 ist aber, glaube ich, nicht sehr glücklich, oder? 127.0.0.1 hätte das werden sollen. Ja, das schon, aber die Netmask ist auf 0.0.0. Das sollte 255.0.0 sein. Also Robin, du bist im falschen Feld. Moment, die Netmask vom Dings ist, glaube ich, also Netmask 0.0.0 ist Schwachsinn, aber eigentlich, wenn ich 0.0.1 will, ich glaube, ich kann da /8 schreiben, deswegen mag ich nicht. Nee, das geht leider nicht. Das geht beim Network, aber da geht es nicht. Das ist nämlich schöner, deswegen war ich im falschen Feld, weil ich gedacht habe, ich könnte das da so schreiben. Aber gut, thanks. Probieren wir es nochmal, aber jetzt. Und ETH 0 hat auch keine. Das heißt, dem sollten wir auch eine verpassen. Das Richtige. Und jetzt sieht man, hat er da die Regeln kompiliert und wir können jetzt hier Inspect sagen, dann sieht man das File. Schöner wäre es vielleicht mit Less oder so, weil man dann aber. Das heißt, er setzt am Anfang mal einen Haufen Dinge, insbesondere die ganzen Pfade. Ja. Das sind auch die, die man konfigurieren kann, wenn man Dinge tut, wenn die nicht in der Standard Location sind. Für die meisten stimmt es, also das meiste ist in S-Bin, aber zum Beispiel ist manchmal auf bestimmten Architekturen irgendwas in User-S-Bin, auf was ich für Firewall-Dinge, ich meine, heutzutage ist User eigentlich immer sofort gemountet, aber früher war es mal so, dass User eben nicht auf der Root-Partition war und man bestimmte Dinge und notfalls ein Ding auch übers Netz, ein User auch übers Netzwerk gemountet sein konnte. Und dann möchte man eigentlich, dass die Dinge, die man für Netzwerkkonfiguration hat, alle nicht in User liegen. Ja? Aber das wird halt zunehmend leider schleißiger in vielen Linux-Distributions. Da könnte ich jetzt einen eigenen Rand zu Ubuntu machen, aber ja. Aber vielleicht kurz gesagt, ja, also Ubuntu schafft es teilweise nicht, die Reihenfolge von Interface hoch konfigurieren und NFS-Mounts richtig hinzukriegen, was sehr gewöhnungsbedürftig ist. Das ist auch für Autos, also ich möchte auch Distribution machen, also
der braucht kein NFS. Es gibt sogar ein Ubuntu Server Betriebssystem, das das tut. Aber gut, ja. Da besorgt er sich halt jetzt alle Dinge. Schauen wir uns mal die eigentlichen Regeln an. Das kann man sich dann anschauen. Das sind so diese Interface-Check, ob die Interfaces, ob die Module geladen sind und so weiter. Das kann man alles konfigurieren, dass er das checken soll. Manches wird davon gar nicht aufgerufen. Und dann kommen die eigentlichen Regeln. Das heißt, wir haben Regel 0 NAT. Die ist also schön kommentiert. Und IWLAN 0 Dings da ist dann halt die WLAN 0 Konfiguration. Was macht er da mit Test? Ah, er prüft, ob es das WLAN 0 gibt und tut die Regel nur dann installen, wenn es das Ding gibt. Ja. Das heißt, er ruft IP-Tables auf, minus T-NAT, das heißt, T ist der Table, in den es geht, NAT ist der NAT-Table, Pre-Routing, Interface ist WLAN 0, Protokoll ist TCP, er lädt das TCP-Modul, das brauche ich dafür, wenn ich dann irgendwie Destination-Ports und so weiter machen will, das heißt, er referenziert explizit das TCP-Modul, Destination ist dann das IWLAN 0, das hat er oben irgendwie gesetzt. Das ist halt das, was er beim Start des Firewall-Skripts rausgefunden hat, was die dynamische IP-Adresse von dem WLAN 0-Interface ist. Deswegen sollte man auch, wenn Interface rauf und runter und mit neuen IP-Adressen rauf und runter gehen, tunlichst dafür sorgen, dass beim Interface rauf und runter das Firewall-Skript neu gestartet wird. Ja? Deswegen macht es sehr viel Sinn, das eben ins IFUP zu geben. Insbesondere bei dynamischen IPs. Destination Port ist 25. 25, wir erinnern uns, das war SNMP, das war also unser Mail-Server. DNAT, SMTP. Ich sage immer SNMP, Entschuldigung, SMTP, ja. Es ist so leider. Ja. Destination Port, also wie gesagt, SMTP, DNAT. DNAT ist Destination NAT, das heißt, wir wollen die Destinationsadresse umschreiben. Das heißt, die ursprüngliche Destination ist diese Interface-Adresse vom WLAN 0 und die neue Destination ist 10.0.0.23, das ist unser Mail-Server und damit wird diese Adresse umgeschrieben. Das ist eine NAT-Regel. Dann haben wir die Regel 0 Policy. Das steht hier. Wir erinnern uns, was die macht. Vielleicht finden wir es raus anhand der Regel, sonst muss ich schauen. Wird hier wieder das WLAN 0 Interface getestet. Er nimmt jetzt die Input-Regel. Das heißt, diese Regel gilt für die Firewall selber und nicht für Forwarding oder so. Wir erinnern uns, wir haben das eingeschaltet explizit. Das war diese Regel. Hier in den Optionen, Firewall is part of any. Das ist also unsere SSH-Regel anscheinend. Jetzt hat er es groß gemacht, super. Aber die Regel 1, 0 ist verschwunden. Interface ist WLAN 0, Protokoll TCP, TCP-Modul geladen. Source ist jetzt 192.168.2.0/24. Das ist ganz offensichtlich unser internes Netz. Das heißt, alles, was aus dem internen Netz kommt, ist hier erlaubt. Destination ist wieder die IP-Adresse von unserem WLAN-Interface. Die ist dynamisch, deswegen steht sie in der Shell-Variable. Destination Port ist 22. 22 ist SSH. Minus M State, minus State New, minus J Accept. Minus M State heißt, er lädt das State-Modul und nur das erste Backerl wird gecheckt. Das heißt, nur das erste Paket von jeder neuen SSH-Verbindung geht durch diese Regel durch.
Und der Rest passiert ganz oben in Established Related. Das sind diese Established Related Regeln, die stehen gleich am Anfang. Das heißt, alles, was zu einer schon bestehenden IP-Verbindung gehört, ist automatisch immer erlaubt und wird gleich am Anfang abgefackelt. Und damit müssen nur die jeweils ersten Pakete von irgendeiner Verbindung durch die ganze Firewall-Geschichte durch, was natürlich performancemäßig sinnvoll ist. Ja, man sieht, dass das ganz gut ist, was er jetzt, also das ist trivial eigentlich, was wir bis jetzt gemacht haben. Ja. Wenn du jetzt viele Hostnamen und viele Portnummern in einer Regel hast, dann macht das typischerweise so, dass er die ganzen Hosts einzeln matcht und dann in eine Subregel jumpt dort und dort die ganzen anderen Matches macht. Und das ist eigentlich, finde ich, recht angenehmer Code, insbesondere weil er das auch mit Rule so und so dann noch die Jump-Targets, also diese IP-Chains dann benennt. Und aus meiner Sicht ist das ein wirklich guter Firewall-Code. Da hat sich also jemand, der eine Ahnung hat, was er tut, hingesetzt und diesen Compiler geschrieben. Ja, genau. Ja. Und es ist trotzdem in einer Form, die noch menschenlesbar ist. Also du kannst das Zeug auch notfalls mal für einen Quick-Test von Hand modifizieren oder so, das geht, ja. Wenn du das mit primitiven Vorschleifen aufbläst, kriegst du dann n mal k mal j Regeln und dann geht die Performance in China. Das genau. Ist ja. Genau. Also speziell diese, wo du viele Source- und Destination-Adressen oder Source und viele Ports hast, die er extra matchen muss, das macht er typischerweise mit einem Jump-Target, wo er den ersten Teil abfackelt und dann in dem Jump-Target, also in der zweiten Chain quasi, wo das dann gematcht wird. Und auch, du kannst auch explizite Chains selber machen. Das habe ich zum Beispiel für den Fall eingesetzt. Also du kannst jetzt hier unter Policy eine zusätzliche Policy-Rule-Set machen und das umbenennen und dem zum Beispiel sagen, Ruleset, dass das nur IPv4 ist. Typischerweise macht es Sinn, in der Top-Level-Policy zu sagen, ich will hier automatisch IPv4 und IPv6. Dann sind zum Beispiel solche Interfaces automatisch IPv4 und IPv6, was in vielen Fällen Sinn macht. Und ich brauche nicht mich explizit darum kümmern, dass das Ding IPv6 tauglich ist. Und manchmal will man aber, zum Beispiel was ich habe für diese Adressen, die ich blocken will, von irgendwelchen VoIP-Scannern oder so, da habe ich dann eine eigene Policy-Regel, wo nur ein Adress-File quasi gematcht wird und die sind alle IPv4. Und dann ist diese Policy-Regel, in die ich da jumpe, IPv4 und ich sage, die ist explizit dann diese andere Policy-Regel, Policy 1 nenne ich die jetzt, ist dann nur IPv4. Und ich kann dann hier in der Hauptpolicy zum Beispiel so eine Verzweigung machen. Und eine neue Regel machen. Und hier kann ich dann einen Branch machen. Und da kann ich dann diese Policy 1 Regel da reindroppen. Und dann hupft er dorthin. Ja? Jo, das so mal als ganz groben Übersicht, was man mit dem Ding tun kann. Das bedeutet, es wird nur die Policy 1 wird eben nur dann angesprochen, wenn sie explizit gebranched wird. Das dann, wenn sie glaubt, richtig, genau. Und wie sperrst du jetzt zum Beispiel dynamisch? Dynamisch habe ich. Dynamisch wäre dann so, dass ich jetzt hier in die Policy 1 gehe und sage, ich habe eine Deny-Regel incoming und tun wir das da mal weg, machen uns ein neues Address-Table-Objekt und ein Address-Table ist im Prinzip ein File. Das heißt, zur Runtime haben wir da etc/IP-Block List oder sowas. Ja?
Und das Ding kann ich dann als als Source-Adresse natürlich verwenden. Das heißt, alles, was von dieser Blocklist kommt, egal welches Service und so weiter, wird gedroppt. Das kannst du jetzt noch loggen. Du kannst jetzt sagen, im Logging setz mal Prefix Spam oder so. Ja. Ja, Runtime ist Runtime von dem generierten Skript. Und das, was du hier auch noch setzen kannst, ist, dass es auf der Firewall selber ist. Das heißt, dass der Compiler hier zur Compile-Zeit dieses File liest und verwurstet. Und Runtime heißt, dass er im Shell-Skript den entsprechenden Code generiert, um das File zeilenweise zu lesen. Das ist nicht dann dynamisch, wie in die Firewall läuft. Ja, das geht. Ja, nein. Jein, du kannst natürlich mit Fail-to-Ban die entsprechenden Ban-Files generieren, weil bei Fail-to-Ban kannst du die Aktionen, die du machst, total frei wählen und das File hier laden. Dann muss aber das Fail-to-Ban dafür sorgen, dass die Firewall neu. Es gibt kein Code-Kernel, und keiner, das einen Ruhe schreiben würde. Nee. Also ich finde nur die Bezeichnung Runtime. Ja. Ja. Theoretisch müsste es über die Connection Tables machen. Können wir einen Connection Tracker oder was? Mhm. Mit das Interface könnte man bauen, dass man das zur Laufzeit einwerfen kann. Aber ich glaube, was man normalerweise macht, ist, dass man einfach IP-Tables Rules normalerweise reinschmeißt. Ja, also da. Zumindest immer so gemacht, wenn ich was. Der Fail-to-Ban generiert dynamisch IP-Table Rules. Also der ruft richtig IP-Tables auf. Ist aber ganz nett, weil er einen eigenen. Am Anfang einen eigenen Branch auf seine eigene Tabelle setzt. Das heißt, er kneist dann auch, wenn die Firewall neu geladen ist, dass irgendwie sein Zeug fehlt. Und das beides verträgt sich. Also du kannst mit FW-Builder was bauen und gleichzeitig Fail-to-Ban verwenden, funktioniert prima. Ich verwende Fail-to-Ban ein bisschen anders. Ich habe nämlich einen Server im Internet, der viele VMs hat. Und ich habe das Fail-to-Ban, die ganzen Regeln so verwendet, dass sie das in die Pre-Routing-Chain hauen und das Zeug sozusagen early droppen, noch bevor es den jeweiligen VMs weitergereicht wird. Und damit habe ich einen Fail-to-Ban und die ganzen Logs von den ganzen VMs kommen zentral auf den Hauptserver über UDP, weil das ist eh nur internes Netz, wo nichts verloren geht. Und damit kann man ein zentrales Fail-to-Ban für alle VMs realisieren. Wenn einer eine VM angeht und dort gebannt wird, ist das für alle deine VMs dann automatisch tot. Genau. Und das macht manchmal sehr viel Sinn, weil es gibt diverse, die sowas tun. Und was immer mehr kommt, ist, dass Port 2222 entdeckt wird. Da habe ich normalerweise SSH laufen. Security by Obscurity war immer schon ein gutes Konzept. Jetzt nimmst du dann 22, 21. Oder so. Na, was ich. Oder 34. Oder andersrum, 22 als Hex interpretiert. Ja. Gut, man kann da viel tun. Was ich halt typischerweise habe, ist, dass ich nur Public Key Authentication erlaube. Und damit brauche ich schon einen gröberen Bug im SSH, dass mir das auf den Kopf fällt. Allow Users tun schon so einiges. Ja. Also ich habe da ein recht drakonisches Rate Limit auf die Streaming-Verbindung zu SSH. Das hilft da auch. Das macht der SSH eh auch. Mit einer Minute, das ist ein Server. Und die anderen Server
Airport-Tracker auf jeden Fall auch nur Transit-Tracker und Forst-Angriffe vermeiden. Und das ja. Also die meisten Scanner habe ich auf VoIP. Also wenn du einen Port 50, 60 UDP offen hast, SIP, da tut sich viel. Und zwar Leute, die wirklich systematisch über Stunden Passworte ausprobieren, wenn du sie lässt. Also wirklich beinhart. Ja. Speziell eben aus Palästina. Ja. Kann man schöne Passwortlisten generieren. Ja, die sind nicht mal gut. Gut, machen wir. Ja, machen wir Schluss. Aber wir können gerne noch die Diskussion fortsetzen. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit.